So, zu Gast bei Watford. Ja, und das ist schon jetzt ein Spiel, wo man Ruhe bewahren muss, ja, wo man wirklich Kampfgeist zeigen muss. 2:2 im Hinspiel. Würde ein 0:0 jetzt reichen in Watford. Wir sind ganz klar jetzt die Mannschaft, die mehr Druck hat. Denn wir brauchen ein Trefferchen. Watford kann sich hier eigentlich. Ja, kann sich alles erlauben, solange sie kein Gegentor kassieren. Son, ja, die letzte Niederlage in der Liga, die muss man jetzt mal ein bisschen verarbeiten. Jetzt muss es hier. Watford legt los, langer Ball. Williams. Warte. Watford spielt natürlich offensiv. Klar, dass die hier hinten nicht versuchen zuzumachen. Das war vielleicht schon der erste große Fehler hier. Saga, gut gemacht. Becker. Taylor. Son. Taylor. Son. Auf Fabianski. Da Hektik ein bisschen reinbringen, Watford, glaube ich, um in dieser Hektik das Tor zu erzielen. Das gilt es schon mal zu vermeiden, diese Hektik reinzubringen. Ja, und dieser Fehler. Zu unterbieten. Genau, die Ziele zu vermeiden.
Ja. Oh mein Gott, fast ein Eigentor hier. Linz, Top-Parade. Son. Ganz gut. Erste Halbzeit war gut runtergespielt, sicher. Watford. Bisschen die stärkere Mannschaft, aber das kriegt man, glaube ich, in den Griff. Das ist natürlich. Oh, das gibt's natürlich nicht. Jetzt ist er drin. Zalobla. Trainer, kann ich. Ausgleich. Antwort von Exeter. Ähnlich wie das Tor jetzt von Watford. Dani freut sich. Dennoch starke Parade von Fabianski. Erster Treffer im Cabao Cup von ihm. Gani. Das ist wichtig. Jetzt fehlt ja trotzdem noch ein Treffer. Gott.
2:1 Watford und das ist unglaublich jetzt. Das ist ja irgendwie gerecht, aber irgendwie eine gewisse Ungerechtigkeit hier. Es wird der Dreifachwechsel, es muss jetzt noch voll riskiert werden in den letzten 18 Minuten. Substitution for Watford and Watford. Number 18, Andrew Gray. To the right of the pitch, number 9, Javier Hernandez. Okay, 83 Minuten, es wird immer enger natürlich. Oh mein Gott, Riesenmöglichkeit. Barrett. 87. Fabianski hat den Ball. 88. Jetzt hat er sich Zeit noch aushalten. Das war's. 3:1. Watford wird in die nächste Runde aufsteigen. Man hat es jetzt endgültig verspielt. Ich weiß nicht, an was es liegt in den letzten zwei Partien, dass man das nicht mehr abwehren kann. Man hat wirklich Abwehrprobleme. Da sind Räume offen. Ja, den normalen Dorf für sein dürfen. Also ist es. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, haut rein. Ciao.